Wir haben immer noch keinen Plan, was wir tun. Nein, haben wir nicht. Aber das macht ja auch erstmal nichts. Hoffe ich. Es geht weiter. Ich denke, dass wir uns vielleicht ein bisschen in der City umsehen müssen heute. Okay. Wir dürfen uns wohl in der City umsehen, wie es aussieht. Das Tor sieht wichtig aus, deswegen lassen wir das Tor mal Tor sein und gucken mal auf die Map, was wir denn in irgendeiner Weise machen können. Was ist das für ein Symbol da hinten? Hier steht was. Okay, ich kann es leider nicht lesen, aber es scheint wichtig zu sein. Dann werden wir mal schauen, wie wir... Kann ich hier reinjumpen vielleicht? Nope. Kann ich mit dir quatschen? Ja, kann ich. Hi. Tim. Bist du Tim? Okay. Ja, mhm. Ich glaube, du verkaufst mir Dinge. Also so würde ich dich jetzt einfach mal einschätzen. Deswegen danke, glaube ich. 3 Watt. What? Ich habe keinen Schimmer, was ich tun muss. Aber was ich weiß, ist, dass diese Map gigantisch ist. Verdammte Hacke. Okay, anscheinend müssen wir irgendetwas für diesen jungen Mann tun. Was haben wir da hinten nochmal? Da steht auch nochmal was. Aha. Ja, anscheinend darf ich mich nicht erwischen lassen. Ich werde dieses Spiel, sobald es auf Englisch rausgekommen ist, also bei uns rausgekommen ist irgendwann, werde ich es definitiv auch nochmal let's playen, beziehungsweise, ja, wenn es gut ist, wenn nicht, dann nicht. Okay, Dankeschön. Ich möchte gern das hier lesen. Ich habe keine Ahnung, was hier steht, aber wir werden es einfach mal mitnehmen. Was geht hier für ein Film? Hi. Darf ich hier rein? Nope, darf ich nicht. Okay. Okay, wir müssen wohl durch dieses Tor. Allerdings möchte ich im Moment noch nicht durch dieses Tor. Ich möchte erstmal gucken, was ist so... Oh, seht ihr das? What the hell is that? What the fuck is that? Und wir haben irgendwas bekommen. Yay! Wir lassen mal irgendwas stehen. Hier steht auch nochmal was. Wie gesagt, ich werde mir das alles mitnehmen. Ansonsten können wir hier speichern, wie es aussieht. Kann ich sonst noch irgendwas tun? Nope. Nope. Okay. Haha, aber hier können wir einkaufen. Hier steht Shop. Und egal was. Ich find's gut, es steht ja immer drunter, was es tut. Hier sieht man ja Stärke. P plus 150 ist wahrscheinlich ein Bone Bracelet oder was. Ansonsten. Das ist wahrscheinlich Verkaufen, nehme ich an. Was das ist, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Und das ist wahrscheinlich verlassen. Okay, wir haben... Oh. EXP plus 100. Und hier hätten wir sogar ein Tempest-Elixier bekommen. Level up. Ja, nice. Werden wir gleich mal benutzen. Und die zwei Dinger auch gleich hinterher. Und HP plus 100. Ja, sehr schön. Okay, das sind Zutaten wahrscheinlich zum... Synthetisieren. Aber wir haben erstmal ein Level up gegained, was natürlich ziemlich nice ist. So, jetzt gucken wir doch mal. Ich kann mit euch zwei Typen quatschen. Okay, aber es ist wahrscheinlich nicht wirklich notwendig, mit euch zu quatschen. Ansonsten, hinten gibt es noch eine Kiste, habe ich gesehen. Ach, ganz hinten? Ach so, das ist... Ja, da komme ich noch nicht rein. Kann ich vielleicht... von hier dahin bekommen? Nein? Okay, ich komme anscheinend nicht hier durch. Noch nicht. Schade. Okay. ich weiß nicht, ob ich mich eventuell da hinten umgucken möchte, umgucken darf, sagen wir es mal so. Wo ist hier eine Kiste?
Da unten ist sie. Nein, ich darf mich noch nicht auf dieser Seite. Kann ich da runterspringen? Nope, okay. Was ich vielleicht auch gleich dazu sagen möchte, ich habe mich ein bisschen eingelesen in die ganze Geschichte und wir werden ein Großteil des Spieles, sagen wir es mal so, in Balduk verbringen. Also innerhalb dieser Stadt. Wir werden mal gucken, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Wir werden mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend dürfen wir nicht raus, wie es aussieht. It's a barrier! Hi! Dammit! Pass doch auf, wo du hinläufst. Hi! Schöne Frau. Moment. Schönes Kind. Bist du noch Jungfrau? Hi? Okay, das heißt wohl ja. Sie scheint von royalem Geblüt zu sein, möchte ich meinen. Ja. Gern geschehen. Wir sollten vielleicht schauen, ob unser Portemonnaie noch da ist. Adol. Es ist ziemlich ungewohnt, dass man Adol mit blauen Haaren sieht. Wir werden ihn wahrscheinlich noch des Öfteren jetzt... Ja, ich weiß, wie man rennt, danke. Des Öfteren in dieser Montur sehen. Okay, seht ihr das? Wir müssen ganz nach oben latschen. Ganz nach oben müssen wir latschen. Es ist ein bisschen schade, dass ich nicht lesen kann, was die Leute hier von mir wollen, aber so ist es nun mal. Okay, dann gucken wir doch mal, was uns an der Nordseite der Stadt alles erwartet. Ein weiterer Speicherpunkt, den werden wir gleich mal aktivieren. Kann ich da runter? Nope. Anscheinend komme ich da erstmal überhaupt nicht runter. Oh, da hinten leuchtet was. Really? Adol, really? Du kommst da nicht hoch? Okay, was haben wir da oben? Was haben wir hier? Ein Shop. Was können wir bei dir kaufen? Zeugs. Okay. Was ist das hier? Keine Ahnung. Vielleicht tauschen oder so? Ich weiß es nicht. Guck mal, was da oben. Anscheinend war da unten noch irgendwas für uns von Belang. Vielleicht irgendwas zum Lasern? Nein? Okay. Vielleicht auf der Seite? Nope. Strange. Stranger Things hier. Oh. Was bist du für eine skurrile Gestalt? Du siehst mir nicht aus wie ein offizieller Laden. Verkauf mir was. Wie heißt du? Ich nenne dich einfach Wilhelm. Bist du ein Questgeber? Ah, wir können doch was von ihm purchasen. Ah, er redet mit mir. Okay, das geht nicht. Was können wir hier tun? Ja, wir können Dinger... Okay, das scheint nur eine Art Schneider zu sein hier. Wahrscheinlich der Taylor-Typ. What the hell? 34.000 Lappen willst du für die Elixiere? Okay. Dann werden wir dich auf später vertrösten. Was haben wir hier drin? Aha, irgendwas. Irgendetwas haben wir gefunden. Okay, wir werden herausfinden, was es ist. Ich würde zwar sagen, spontan ist es ein Gegengift, aber... hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht wirklich. Oh mein Gott, das kann was werden hier. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes für mich? Nope, okay. Ihr zwei wollt nicht mit mir quatschen. Kann ich verstehen. Noch mehr Shops. Was hast du für mich? Ah, wir können kochen bei ihr. Beziehungsweise Kochzutaten kaufen, aber da es nicht wirklich so aussieht, als ob wir gerade eine Menge Kohle haben, werden wir das wohl auf später verschieben. Okay, dann werden wir uns mal hier rein begeben. Hier steht wieder was. Nehmen wir mit. Da hinten steht wahrscheinlich wieder irgendwo was, beziehungsweise da unten wahrscheinlich. Ja, nehme ich auch mal mit. Vielleicht ist das auch so eine Art Schnitzeljagd. Kann natürlich auch sein. Was haben wir hier unten? Ist da eine Kiste da unten? Oder da oben? Ich weiß es noch nicht. Was zur Hölle ist hier los? Scheiße, wie viel Läden hat dieses Ding? Oh, wir können eine Brille kaufen. Das muss wahrscheinlich ein Accessoire sein, nehme ich an. Was wir anlegen können, möchte ich aber noch nicht. Hi! Verkauft irgendwelche Traumfänger, keine Ahnung.
uninteressant im Moment. Wow. Wow. Das ist ein... das sind Location Points. Nice. Fountain Square in the Central District. Okay. Ja, ist spektakulär, möchte ich sagen. Okay, das heißt, unsere Quest von diesem Typen besteht darin, dass wir diese Aussichtspunkte quasi finden. Ihr zwei schon wieder. Ich glaube, ihr seid wirklich wichtig im Plot. Später mal vielleicht. Okay, jetzt möchte ich als erstes nochmal nach oben, weil da oben war eine Kiste. Eine Kiste müsste hier irgendwo sein. Aber wo? Ist die vielleicht da oben auf dem Dach? Okay. Dann ist die Frage, wie komme ich aufs Dach? Ich meine, wir wissen ja schon, dass wir uns in irgendeiner Weise... was habe ich hier gefunden? What the fuck is that? Kann ich es ansehen? Okay, das ist Eisenerz, wie es aussieht. Das, was ist das hier? Irgendein wichtiges Item. Okay. Oh mein Gott. Yeah. Really, Adol? Du kannst da nicht hoch. Why? Why not? Ich denke, ich werde mich in dem heutigen Part die ganze Zeit in dieser Stadt umsehen. Die ist riesiger, wie ich gedacht habe, tatsächlich. Da oben leuchtet auch so ein Ding. Ha, das scheint wichtig zu sein, diese Dinger zu sammeln. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber... Hi. Ja, ich bin es. Ich bin der Kriminelle, der da abgebildet ist. Echt? Du scheinst ein Fangirl von mir zu sein. Okay. Was haben wir hier? Die Taverna? Nein, ein Shop wieder mal. Was hast du für mich? Okay, hier kann man Essen kaufen, wie es aussieht. Verkaufen... Was das ist, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Aber im Moment ist es nicht wichtig, glaube ich. Ja, da bin ich völlig auf deiner Seite. Vollkommen deiner Meinung. Ah, wir gehen mal hier entlang. Wir gucken mal, was es hier hinten gibt. Wir laufen mal ganz geschickt hier außen rum. Hey! Oh. Oh. Zwei hübsche Miezekätzchen. Sie sind verliebt. Okay, die Kiste ist wahrscheinlich auch wieder irgendwo oben, nehme ich an. Da ich sie nicht erblicken kann. Ich glaube, das Spiel wird sich so ein bisschen in ein Assassin's Creed verwandeln vielleicht. Dass wir über den Dächern dieser wahrhaft gigantomanischen Stadt hin und her swlalaleiden dürfen. Hi. Schon was vor heute Abend? Nein? Okay. Schade. Sie hat mir einen Korb gegeben. Da ist eine Kiste. Mit irgendwas. Irgendwelchen Materialien, wie es aussieht. Mein Ziel ist wahrscheinlich die Kathedrale, so wie es aussieht. Aber bevor wir in die Kathedrale gehen, werde ich... Really? Warum kann ich da nicht drüber jumpen? Hallo? Bevor wir in die Kathedrale gehen, werden wir erstmal ein bisschen Zeug einsammeln hier. Okay, hier geht's wohl nicht weiter, wie es aussieht. Ich frage mich zwar, wie die Lady da oben gerade da drüber gekommen ist, aber okay. Da ist nochmal was. Mehr von den Dingern. Ist das auch irgendeine Quest oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal, was hier hinten geht. Wahrscheinlich nichts, so wie es aussieht. Euch lasse ich auch erstmal links liegen, weil ihr seht mir nicht sonderlich wichtig aus, sagen wir es mal so. Ansonsten... Oh, Treasure Chest mit irgendwas. Oh Gott. Irgendwelche Materialien, die wir später mal brauchen. Da oben ist was. Kann ich hier rein? Nope. Aber da ist ein... blaues Ausrufezeichen. Das würde ich... ganz... gerne freischalten. Wahrscheinlich da oben. Holy shit, diese Stadt ist gigantisch, Alter. War ich hier schon? Keine Ahnung, wo die Kiste ist. Wahrscheinlich nicht da, wo ich hin kann. So, dann gucken wir mal. Hier geht's auch nicht weiter, wie es aussieht. Ich frage mich, was die ganzen Barrieren in der Stadt sollen. Gut. Ich meine, plottechnisch, ja. Wir dürfen hier noch nicht weiterlaufen. Deswegen. Habe ich dich gerade angerempelt? Ich
dachte. Sah mir gerade so aus, als ob ich den Typen angerempelt hatte und er eine kleine Reaktion darauf hatte. Was geht bei dir, Digga? Ja, ja, ich weiß, das Leben ist echt traurig. Okay, wir gehen mal unten weiter, beziehungsweise so weit, wie es halt geht. Hier vielleicht. Gucken, wo wir da lang kommen. Es geht in die Katakomben der Stadt. Nein? Ach, wir sind am Pier angelangt. Okay. Ich frage mich, ob man in dem Spiel auch wieder angeln kann. Eventuell. Was geht hier? Oh, wir haben Fleisch erhalten. Nein? Oder irgendwelche Früchte? Ich weiß es nicht. Ansonsten nicht wirklich viel zu erleben hier unten. Okay. Gut. Hier kommen wir nicht weiter. Die komplette Seite haben wir jetzt erstmal erkundet. Jetzt wäre die Frage, ob ich da oben links noch weiter latschen kann. Hier nach oben. In die... whatever, in den Glockenturm. Nein, kann ich nicht. Okay. So, lasst uns zur Kathedrale voranschreiten. In der Hoffnung, dass wir ausgezeichneten Loot bekommen in ihr. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hi. Kann ich hier rein? Schade. Das ist die Cathedral Library. Kann ich leider nichts tun. Okay, ihr Typen seht so aus wie die gute Schwester Nia aus dem Vorgänger. Seid ihr etwa vom gleichen Verein hier? Okay. Ich weiß, kein Sex vor der Ehe und so. Okay, wir können anscheinend bei ihr kochen. Oder auch nicht. Oder im Tausch von Materialien vielleicht kriegen wir was von ihr. Ich, keine Ahnung. Ja, das scheint wirklich der gleiche Verein zu sein wie die gute Schwester Nia. Wir haben nämlich die gleichen Uniformen an. Die gleichen Kutten. Okay, hier gibt es wohl nichts. Also lasst uns mit dem Priester sprechen. Oder mit der Priesterin. Ja, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ja, natürlich. Ja, ja, arme Maria, Jesus. Gottes Willen. Okay. Ja, was wollte ich hier drin? Okay, anscheinend musste ich hier rein. Nein, musste ich nicht, verdammt. Das ist das falsche Gebäude. Ich muss in dieses Gebäude rein. Was ist das? Pendleton! Es könnte eine Kneipe sein. Es könnte ein Nobelhotel sein. Es könnte aber auch ein Bordell sein. Ich meine, wir sind ja immer noch auf der Suche nach einer super Location für unser Business. Glaube ich. Vielleicht. What? Was geht hier ab? Habt ihr Probleme vielleicht? Das ist wahrscheinlich so ein Vater-Tochter-Ding hier. Scheiße, sieht der Typ schon unsympathisch aus, ey. Ja, genau. Okay, das sind wohl irgendwelche Probleme der Higher Class, würde ich sagen. Was geht bei dir? Bist du wichtig? Warum siehst du so scheiße aus? Bisschen zu viel Botox in der Fresse, wie es aussieht. Aha, ja, really? Ja, du bist ein heißer Typ. Hi. Möchtest du mich vielleicht mit deiner Tochter bekannt machen? Und mit deiner Frau eventuell auch? Ja, ja, wir kennen uns. Wir sind schon mal aneinander gebumst. Aha. Wakarimashita. Heißt verstanden, das weiß ich auch mittlerweile, aber... Was der Rest ist, ne.
Okay, was habt ihr Leute für mich? Was kann ich bei euch tun? Oh, wir gehen doch aufs Zimmer zu dritt. Super. Ja. Ich bin ein Knasti. Ich habe keine Ahnung, was ich sage, aber es war anscheinend awkward für sie. Aha. Ja. Monster in der Stadt. Ich suche ein Zimmer für mein Gewerbe. Vielleicht möchte ich euch beide anwerben, eventuell. Haha. Wir dürfen. Leg dich hin, wir müssen reden. Nein? Okay. Ja, auf jeden. Was kann ich tun? Was ist los hier? Es ist ein bisschen schade, das ist doch sehr viel Text in diesem Spiel. Ich glaube, das Spiel ist vielleicht doch ein bisschen unsympathisch, es mit originaler japanischer Sprache zu spielen. Ja, sie steht auf mich. Wollen wir gleich loslegen? Aber gut, wir können ja unsere Fantasie spielen lassen, bis es dann irgendwann mal lokalisiert ist. Ja, Okay. Klar, wir können gleich loslegen hier. Es ist doch sehr viel Text, muss ich sagen. Wann geht's zur Sache hier? Ah, wir haben ein neues Ziel erhalten. Das ist doch super. Ja. Okay. Was auch immer sie mir hier anzeigt, das werden wir, denke ich, herausfinden. Wenn wir endlich wieder die. Wir haben 1000 Geld erhalten. Ja, perfekt. Und Dinge. Vielen Dank. Gerne, für dich tue ich alles, Schätzchen. Ja. Ja, okay. Aha, ja. Ich glaube, wir können uns schnell reisen, oder? Ja, wir haben Geld bekommen. Sehr schön von ihr. Wow, das muss eine wichtige Persönlichkeit in dieser Stadt sein, wenn sie uns einfach mal so 1000 Gold zuschießt. Kann ich hier hoch? Ich kann. Und ich werde. Denn ich möchte sehen, was es hier oben gibt. Gar nichts? Okay, dann gehen wir mal hier raus. Na, die Tür ist verschlossen. Okay. Demit. Demit, Demit, Demit. Hi. Nö. Oh, das ist, das Ding ist, glaube ich, dieses komische Amulett, mit dem man HP absorbieren kann, ne? Ja. 2% des Schadens. Naja. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber war sein Vorgänger auch nicht wirklich. Okay. Was hast du für uns, Lady? Gucken wir mal kurz auf die Map. Wir haben einiges zum Tun, wie es aussieht. Wir werden jetzt gleich mal kurz einen Abstecher hier nebendran in die Cathedral machen. Denn da drinnen gibt es wohl was für uns. Wir müssen wohl irgendwas für sie tun, glaube ich. War das hier? Ne, das war die verschlossene Tür. Okay. Dann ist es anscheinend doch nicht hier drinnen. Ja, das ist halt so, wenn man nicht versteht, was man hier tut. Kann ich da irgendwas tun? Hier? Dort? Nein. Ist das alles tatsächlich irgendwie auf den Dächern oder was? Moment, wir können hier rein. Haha. Mit einem Apfel drin. Zum Apple. Aber ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich hier drin machen soll. Hi. Okay. Ich verstehe schon. Ich mache keinen Stress. Keine Angst, nee. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal vielleicht jetzt noch in diesem Part nach dahin. Da ist ein Ausrufezeichen beim Weapon Shop. Das scheint wichtig zu sein. Hi. Ja, ich suche Waffen und so. Ich habe ja Geld bekommen, deswegen muss ich wahrscheinlich irgendwelche Waffen kaufen, nehme ich an. Oh ja. Oh ja. Kann ich mir beides leisten, tatsächlich? Was kann ich hier verkaufen? Items verkaufen vielleicht? Das kann ich immer noch nicht tun. Okay. Dann werde ich mir
das Schwert kaufen und es gleich anlegen. Und die Rüstung kaufen und sie gleich anlegen. Das heißt, wir sind komplett ausgerüstet, liebe Freunde. Das können wir verkaufen. Oh. Ah. Ich verstehe, wir können hier... Ach so. Wir können hier quasi, Waffen aufmotzen. In dem zweiten Reiter. Okay. Das heißt, in dem dritten können wir verkaufen. Das heißt, ich kann das alte Schwert verkaufen, die alte... Ne, ich hatte gar keine Rüstung. Okay, gut. Super, das heißt, wir sind komplett ausgerüstet und können... Monster schlachten gehen? Fragezeichen. Allerdings erst ab dem nächsten Part. Ich bedanke mich auch dieses Mal fürs, dabei sein. Bis dann, ciao.